So, herzlich willkommen. Und am heutigen Tag machen wir einen kleinen Ausflug und eine Reise durchs Immunsystem. Wie wir dazu kommen, uns mit dem Immunsystem auseinanderzusetzen, liegt eigentlich hier sozusagen auf dem Bild verborgen. Ihr seht hier unseren Papa, der Rainer und mich noch mit langen Haaren. Und die Erkrankung von unserem Papa beinhaltet mehrere Komponenten. Erstens hat er sicher eine traumatische Stresserfahrung durchlebt. Das war der Verlust von seinem eineiigen Zwillingsbruder 1944-45. Dann hat er einen Unfall erlebt im Jahr 1951, eine große Drehbeschleunigung. Das heißt, es war dann der zweite Schlag, auch ein körperlicher Stress, körperlich verankert. Dann wurde eine Autoimmunerkrankung diagnostiziert, eine Multiple Sklerose, chronischer Schmerz. 36 Jahre, eigentlich wirklich ein schweres Leben gehabt, 24 Jahre davon im Rollstuhl. Und wie viele von euch wissen, er war eigentlich unser erster Patient und hat dann eigentlich mit 88, 89 wieder laufen gelernt. Und wie war das möglich? Es gibt bestimmte Faktoren, die haben das möglich gemacht, dass eigentlich der chronische Schmerz, der traumatische Stress, aber auch die körperliche Behinderung und auch diese sogenannte Autoimmunerkrankung überwindbar wurden. Wir wussten damals noch nicht so genau wieso, aber wir gehen dem dann jetzt näher nach und möchten uns das mal anschauen. Das vielleicht nochmal die Geschichte. Autoimmunerkrankungen fallen nicht aus dem heiteren Himmel, sondern ganz häufig spielen Epstein-Barr-Virus, Herpesviren, aber auch so Retroviren eine wichtige Rolle. Dann gibt es virale Erkrankungen, die durchgehen und man ist dann immun, aber es gibt einige, die bleiben stecken. RNA-Viren, so wie das Coronavirus, die können auch mutieren und können sozusagen dann auch ein zweites Mal später Ärger machen. Es gibt bestimmte genetische Faktoren, da waren keine da. Ein chronischer Schmerz war da und wir werden sehen, die Immobilisation, also es nicht bewegen können, die schwachen Muskeln, die haben eigentlich einen großen Einfluss auf den Leidensweg gehabt. Später haben wir gelernt, ja, Sonnenlicht spielt eine wichtige Rolle, Vitamin D spielt eine wichtige Rolle. Insgesamt betrachten wir mal zusammen erfassend den Fakt, es gibt eine Polyätiologie. Viele Hintergründe, viele Belastungen können in dem Öko-Immunsystem eigentlich irgendwann das Fass zum Überlaufen bringen. Jetzt aktuell zu der Datenlage, was macht Angst, was macht Stress und wie gehen wir da damit um? Und es war ein wichtiger Bereich, den der Rainer und ich eigentlich mit dem Gottfried Fischer, dem Begründer von der Psychotraumatologie, aber auch mit der Luise Rettemann, aber auch in der Tradition vom Ture von Uexküll, Michael Wirsching in der Psychosomatik, aber auch mit dem Joachim Bauer sehr gut betrachtet haben. Ganz klar, chronischer Stress, Angst und Panik hemmt das Immunsystem. Und deshalb können wir hier ganz klar sagen, hier in dem Zusammenhang seht ihr das sehr schön mit dem roten Pfeil. Ja, wenn ich die ganze Zeit sozusagen in der Massenmedien mich dem Trauma ausgesetzt sehe, wenn ich das Drama sehe, was in Italien oder in den USA oder in Spanien abläuft, dann sind wir geschockt, dann stresst uns das. Viel wichtiger wäre es zu sagen, wieso ist das so in Italien? Was ist denn der Hintergrund in Spanien? Und die Facts sind inzwischen ganz klar analysiert. Das sind andere als das Virus. Und deshalb muss man eigentlich differenziert mit den Nachrichten umgehen. Und deshalb sehe man aber, wenn man sich sozusagen dem aussetzt, dann geht die Angst und die Stressreaktion los, dann schläft man schlechter und es unterdrückt das Immunsystem. Das heißt, das ist eine klare Datenlage. Health Psychology, wir müssen geschickt damit umgehen. Dann können wir die Hard Effects, was wirklich passiert, wo Menschen sterben, und dann können wir analysieren, an was sterben die. Aktuelle Datenlage aus Hamburg, wo das RKI noch gestern von 18 Todesfällen gesprochen hat. Wurde dann gerichtsmedizinisch obduziert, dafür setzen wir uns ein, klare Datenanlage. Dann waren es aber nur noch 8. Und die 8, die der Professor Püschel obduziert hat, sagte sogar, auch die sind nicht am Corona gestorben, sondern an andere Primärerkrankungen. Deshalb brauchen wir eine klare Analyse und dann können wir das relativieren. Wir brauchen auch eine klare Analyse, wie viele Menschen sind schon durchseucht,
in Anführungsstrichen mit der Herdenimmunität. Das wird ein sehr großer Anteil sein, dass dann relativ das Risiko für jemanden dran zu erkranken oder auf die Intensivstation zu landen eigentlich geringer ist. Das ist nochmal der erste Weg. Was passiert im Stress? Das ist eigentlich das Fach Psychoneuroimmunologie. Und die Psychoneuroimmunologie beforscht also, wie jetzt Angst und Panik, lebensgeschichtliches, schwer zu handelndes Erlebnis, auch wenn man jemanden pflegt, wenn man jemanden betreut oder wenn man allein ist, wie sich das im Körper auswirkt. Das ist nicht nur Psychostress, sondern eher sehr, sehr schön, dass der Stress aufs Gehirn einwirkt, auf Botenstoffe einwirkt, auf die Melodie im Gehirn einwirkt. Das heißt, bestimmte Regionen arbeiten plötzlich mehr, die wären weniger gehemmt. Andere Regionen arbeiten weniger. Und so sehen wir, dass eigentlich das Gehirn im Ausnahmezustand ist. Allen voran sieht man eigentlich, wie die Herzfrequenz steigt, dann wie die Atemfrequenz steigt, wie das Immunsystem unterdrückt wird. Im akuten Stress wird das Immunsystem unterdrückt. Dann ist man beunruhigt, dann will man sich beruhigen. Aber insgesamt startet im Gehirn eine Entzündungskaskade. Die Entzündungskaskade schaltet andere Gene an und die Entzündungskaskade führt dazu, dass das Immunsystem in den Keller fährt. Ganz klar, mehrere Populationen von der immunkompetenten Zelle, also auch T-Lymphozyten, T-Killerzelle, natürliche Killerzelle, aber viele andere Abwehrstrategien, die wären relativ unterdrückt, denn das Gehirn hat im Moment sozusagen fürs akute Überleben in dem Stress einen anderen Fokus. Deshalb ganz klar, Stress wirkt schwer und wenn man allein ist, wirkt er noch schwerer und Angst eben auch und Isolation auch. Das heißt, das sind Fächer, die sind uralt. Und auf die möchten wir uns wieder besinnen und sagen, was können wir tun, um uns zu entstressen. Wir können mit Kraft in der Dehnungsübung arbeiten, wir können mit Ernährung arbeiten, wir können mit Gespräch arbeiten, wir können mit Telefonanrufe arbeiten, wir können einfach über Zuhörer arbeiten. Und dann kann diese Stressantwort, die akut hochgefahren ist, dann kann die wieder zur Ruhe kommen. Und erst dann kann auch ein Gedächtniszentrum wie der Hippocampus die Dinge richtig einordnen, zeitlich und örtlich und in der Relevanz fürs eigene Überleben. Aber wir möchten nicht diese Flut, deshalb ist ein wichtiger Tipp, nicht zu viel Fernsehen gucken und auf der anderen Seite mehr auf die eigene Ressource schauen. Und wir gucken nicht nur ein Virus an, sondern wir betrachten die Immunkompetenz. Und die Immunkompetenz ist ein mehrarmiges, riesiges Ökosystem, was eigentlich ein Virus in der Regel locker in den Griff kriegt. Und eines aus der Familie von Corona allemal auch. PNI, also die Psychoneuroimmunologie, ganz klar, das ist eigentlich ein wichtiges Fach und es hängt unmittelbar mit viralen Erkrankungen zusammen. Und da sieht man eben sehr schön, wie ein Stresshormon, der Stressdirektor im Gehirn, das ist das Corticotropin-Releasing-Hormon, das CRH, das hat einen Erfüllungsgehilfe, das Cortisol. Und das führt dann eigentlich dazu, dass das Immunsystem sich verändert. Und da gibt es einfach Wirkungen auf die Fresszelle, Wirkungen auf T-Zelle, Wirkungen auf B-Zelle. Aber der Effekt ist völlig klar, dass eigentlich die Infektanfälligkeit und dann die Ausprägung von der Problematik unmittelbar mit der psychischen Disposition zusammenhängt. Da war ein Pionier, der Ture von Uexküll. Wie gesagt, das ist also der Lehrmeister von Gottfried Fischer. Der hat auch noch sozusagen in Grundzügen meine Doktorarbeit eigentlich mit abgesegnet, mit dem Herrn Kremerius. Michael Wirsching arbeitet damit, der hat auch unsere Doktorarbeit abgesichert. Und das ist eigentlich das Fachgebiet auch vom Rainer seit 25 Jahren, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Also, wir wissen das, deshalb müssen wir achtsam damit umgehen und deshalb hilft alles wie Myoreflextherapie, Kit, Tai Chi, Yoga, Meditation, alles was uns entstresst und was die Balance im Hirn zur Ruhe bringt. Und die Studie, die kommt ja schon von 1991, da könnt ihr euch das ganz schön nochmal angucken. Und
wenn man einen kurzen Stress hat. Also Mensch im Stress, ein wunderschönes Buch, da habt ihr auch schon Folie von mir gesehen. Dann ist es tatsächlich so, es gibt sozusagen einen kurzen Impuls, der kurze Impuls läuft an und dann kommt er wieder zur Ruhe. Und so sieht man dann eigentlich die Aktivität von den natürlichen Killerzellen. Die natürlichen Killerzellen, die sind auch unmittelbar abhängig von der muskulären Kapazität. Das heißt, je schlechter die Muskeln, je älter die Muskeln, je muffliger die Muskeln, je größer die Sarkopenie, der altersentsprechende Muskelschwund, umso weniger arbeitet die T-Zelle und die natürliche Killerzelle. Also sozusagen ein ganz klarer Zusammenhang. Akuter Stress, kurzer Stress führt zu einer Anpassung. Und nach der Anpassung kommt das System zur Ruhe. Nur wenn der Stress chronisch wird, dann läuft es aus dem Ruder. Und wenn jeden Tag der Stress eigentlich aus dem Ruder läuft, dann geht das Immunsystem in den Keller und dann wird es eben schwierig. Moderate sportliche Leistungen, die induzieren eigentlich die Aktivität von der natürlichen Killerzelle. Das hat man damals schon gewusst, heute wissen wir noch mehr. Im Lancet, ein fantastischer Artikel, den ich euch nachher zeige, wird es sehr schön beschrieben, wie eigentlich die muskuläre Kapazität unmittelbar mit der Immunität zusammenhängt. Jetzt gehen wir nochmal zum Immunsystem. Es gibt also die klassischen Orte vom Immunsystem. Da haben wir dann hier eigentlich das Knochenmark, da werden die weißen Blutkörperchen gebildet. Die B-Lymphozyten reifen auch dort. Die T-Lymphozyten reifen dann in der Thymusdrüse. Und jetzt wird ganz klar, dass diese Thymusdrüse auch bis ins hohe Alter aktiv ist. Steve Howard und David Sinclair haben das beforscht. Und in der Tat ist dort eigentlich ein Reservoir für immunkompetente Zellen, die noch aktiviert werden können. Das berichtet die chinesische Medizin schon lange und die ayurvedische Medizin. Jetzt wird aber klar, dass auch Substanzen wie Omega-3, Vitamin C und ungesättigte Fettsäuren dann große Dienst leisten. Dann kommt die Milz als Polizei ins Spiel. Ganz wichtige Brutstätte für das Immunsystem ist im Darm. Und da gibt es eigentlich alle Arme, die das Immunsystem hat, finden wir im Darm. Das sind eigentlich B-Lymphozyten, T-Lymphozyten, natürliche Killerzellen. Wir haben aber ein ganzes Set an sozusagen Sensoren, die ein Virus schon riechen, spüren, die sozusagen pathologische Muster erkennen, die virale Muster erkennen, die dann sofort die Kaskade von Genen und Transkriptionsfaktoren, also Genablesefaktoren aktivieren, zum Beispiel die Toll-like Receptors. Das führt dazu, dass dann Interferon-Gene stimuliert werden, Sting, und dann kommt Interferon und macht das Virus tot. Das heißt, die natürliche Killerzelle, die T-Lymphozyten und das Interferon arbeitet im Millisekundenbereich. Also so wie die Abstände im Abfahrtsrennen, genau, wenn es um Hundertstel Sekunde geht, so schnell kann eigentlich unser Organismus ein Virus unschädlich machen. Mit einer groß angelegten Strategie. In diesem Darm haben wir dann eigentlich das Mikrobiom, also 10-mal mehr Darmbakterien als der Körperzelle hat. Dann haben wir sozusagen 3,3 Millionen Gene und die leben im Ökosystem zusammen und da gedeiht das Immunsystem. Spannenderweise, was viele nicht wussten, diese Bakterien im Darm, die wären von Viren, die dann in der Bakterie wirken, gesteuert. Das nennt man Phagen. Phagen sind also Viren, die in Bakterien wirken. Und das Ganze nennt man Virom. Das heißt, nochmal 10-mal mehr Viren, als es Darmbakterien gibt. Die koordinieren eigentlich das Mikrobiom. Deshalb leben wir nicht gegen ein Virus, sondern die Evolution war möglich über eine Integration, wo eigentlich der Homo sapiens und wir in einer sehr guten Symbiose miteinander leben und gelebt haben. Eine Frau Mölling geht noch weiter. Die hat gezeigt, dass es sogar einen horizontalen Gentransfer gibt. Also nicht nur hier der eine Stamm, hier entstehen Viren und da der Homo sapiens, sondern wenn dann
der Homo sapiens mit dem Virus konfrontiert war, dann hat er eigentlich bestimmte Oberflächenstrukturen in seine eigene DNA eingebaut, sodass er gewappnet war und dass er dann eigentlich dem wirklich gefährlichen Virus sofort die Stirn bietet und es vernichtet. Also eine ganz interessante Geschichte und deshalb bringt es mehr Licht ins Dunkel, wenn man die virale Abwehr besser verstehe, wenn man besser verstehe, was die Phagen im Darm machen. Und auch da nochmal, es gibt ein Ökosystem. Spannend ist, das kennen wir aus der chinesischen Medizin mit Lunge, Dickdarm. Das heißt, die Lungenknospen spannen sich und kapseln sich ab vom Darmrohr. Das sind wie so kleine Knospen. Und deshalb findet man eigentlich ein riesiges Reservoir an immunkompetenten Systemen auch in der Lunge. Last not least natürlich alle Schleimhäute, Hals, Nase, Ohren, Rache, Ohrspeichel, Munddrüse, auch die Brustdrüse, die Zungendrüse. Das ist eigentlich das mukosale Immunsystem mit der Oberflächenabwehr. Das Nervensystem ist auch aktiv im Dienste vom Immunsystem. Da gibt es auch die Gliazellen. Das sind nicht nur der Kitt im Hirn, sondern die Gliazellen koordinieren Nervenzellen. Die koordinieren aber auch Zytokine und Hormone. Und da sind eben viele Neuropeptide mit dabei und auch dieses System hochaktiv. Nehmt euch vielleicht die Metapher mit, das sind sozusagen zwei Seiten der gleichen Medaille. Das wäre eigentlich Immunsystem und Nervensystem. Und jetzt kommt noch ein weiterer Gigant im Dienste vom Immunsystem dazu, das sind die Muskeln. Und da möchte ich euch eigentlich das Beispiel vom Dynamo geben. Der Dynamo, wenn die Muskeln belebt sind, der ladet die Batterie. Und Batterie ist eigentlich die Energie und das sind die Myokine, Muskelhormone, kleine Bläschen, Exerkine, die dann das Immunsystem leistungsstark machen. Nicht zuletzt sind auch die Mitochondrien da noch ganz wichtig. Die Mitochondrien sind die Energiekraftwerke der Zelle, aber die Mitochondrien haben eine eigene mitochondriale antivirale Aktivität. Die gucken wir uns gleich noch an. Aber ich brauche auch ausreichend Energie, ohne Energie nichts los. Deshalb ist eine Strategie, dass man die Mitochondrien stärkt und dass wenn man die Mitochondrien stärkt, dass ich dann tatsächlich auch über die Mitochondrien die im körpereigene immunkompetente Abwehr stärkt. Das sind all die Dinge, die ihr schon kennt. Q10, NADH, Short-Chain-Fatty-Acids, Butyrat, Ribose, Galactose können auch hier von Nutzer sein. Das ist jetzt ein schönes Bildchen von der Mitochondrien. Und einmal wäre hier die Makrophage, auch die Fresszelle, die wäre ausgerichtet, die wäre an die richtige Stelle dirigiert. Dann haben wir eigentlich die Komponente vom Stoffwechsel von der T-Zelle. Hier haben wir noch die Myokine, die Sirtuine. Das sind solche, die der David Sinclair untersucht hat. Und dann habe ich natürlich eine antioxidative Wirkung, aber auch eine reparative. Dann habe ich eine ganze Reihe von mitochondrialer Abwehr. Das heißt, wenn irgendwo ein Virus auftaucht, dann können die Mitochondrien freie Radikale, Radical Oxidative Species, freischalten. Und danach können sie eigentlich kaputte Zellen wieder sozusagen entsorgen, recyceln. Dann haben wir hier was ganz Cooles, die Mitochondrial Antiviral Signaling. Das heißt, eine ganze Signalkaskade, die von den Mitochondrien ausgeht. Regulation von Entzündung, Aktivierung von T-Zellen, Gedächtniszellen, Helferzellen. Also unfassbare Strategie. Was heißt das? Wir müssen die Mitochondrien auf jeden Fall stärken und man sollte sie auf keinen Fall schwächen. Wer ist der Feind von den Mitochondrien? Leider, leider eine ganze Reihe von Medikamente. Und in der aktuellen Datenlage kann man inzwischen ganz klar sagen, je mehr Medikamente im Spiel waren, je mehr Primärerkrankungen wie Diabetes, Herz-Kreislauf und entgleiste Diabetes-Situationen, umso größer ist die Schwachstelle vom Immunsystem und umso weniger können auch die Mitochondrien und andere Arme vom Immunsystem aktiv werden. Das heißt, wir müssen besser analysieren, was macht Risiko, was erhöht das Risiko? Und Risiko ist nicht einfach nur Alter, sondern Risiko ist, dass sich im Alter viele negative Dinge miteinander vergesellschaften oder aufaddieren. Das ist die muskuläre Schwäche, das ist die Immobilisation, das ist eine schlechte Ernährung, Zivilisationserkrankungen, die man einfach viel früher abfangen sollte und danach noch die Medikamente.
Mitochondrien leider sind Abkömmlinge von Darmbakterien. Die leiden unter Antibiotika, die leiden unter Antiepileptika, die leiden unter Antidepressiva, die leiden unter fettsenkende Medikamente und also ganz klar, die leiden unter Cortison und die leiden unter viele Substanzen, die man lange Zeit gegeben hat, ohne groß drüber nachzudenken, und jetzt muss man einfach mehr drüber nachdenken. Dann gibt es Muskelhormone auch in der Lunge, das heißt, wenn man immobilisiert ist, wenn man wenig arbeitet, ist die Sarkopenie dramatisch. Eines kennen wir jetzt aus der Myo, das heißt, wenn man immobilisiert ist, wenn man keinen Sport macht, wenn man nur sitzt oder liegt oder wenn man jetzt in der Angst eingesperrt ist, dann stockt der Atem, die Atemhilfsmuskulatur geht in Slow Mode, reduzierte Sauerstoffaufnahme, eine eingeschränkte Oberflächenspannung innerhalb von der Zilien und Epithelien, von der Lungenschleimhäute, also aus mukosale Immunsystem. Und spannenderweise haben jetzt sehr viele Menschen die COPD, die chronisch obstruktive Lungenerkrankungen. Und jetzt lässt sich klar nachweisen, dass bestimmte Myokine, wie das Apelin oder Brain-Derived Neurotrophic Factor, ihr habt richtig gehört, der kommt aus den Muskeln, ja, Interleukin 15, Irisin und die Spikes, dass die eigentlich nach unten gehen. Und Myostatin, das ist eigentlich ein abbauendes Signal, das wird überhöht, der Muskel baut ab und es wirkt immunsuppressiv. Das wäre ein schönes Bildchen von der Lunge. Wir haben eigentlich eine unmittelbare Virusabwehr. Da davon eines heißt Sting, ganz oben links. Ein anderes ist sozusagen die Pathogen Recognition Receptors, eigentlich eigene Messfühler, die Viren und Bakterien erkennen. Dann haben wir eigentlich Aktivierung von dendritischen Zellen, wir haben die Fresszelle, also eine riesige Armada, die eigentlich ein Virus unschädlich macht. Auf der rechten Seite sehen wir dann eigentlich auch die Entstehung von Antikörpern und dann, das ist sozusagen wie ein Schlüssel, der sich um das Virus rumsetzt, der frisst es auf, die Phagozyten, die Fresszelle fressen das auf, aber auch natürliche Killerzellen und zusätzlich Komplementfaktoren bringen das Virus ganz schnell um. Myokine, also die Muskelhormone, gucken wir uns jetzt näher an. Das heißt, ausreichend Bewegung und Training, also gut gezielt, gut dosiert, bringt eigentlich bis zu heute 3000 bekannte Myokine ins Spiel und die stärken ganz besonderes Immunsystem. Im Besonderen die B- und T-Lymphozyten, im Besonderen die Fresszellen, aber auch die ganze Kaskade von Zytokinen, von Botenstoffen wird da aktiviert. Und die natürliche Killerzelle, die können eigentlich ein Virus ganz schnell abkillen. Dann kommen die Botenstoffe wie Interferon, Interleukin 6, Interleukin 15, der Fibroblastic Growth Factor 21 ins Spiel, Irisin für Gedächtnis, fürs Gehirn und fürs Immunsystem, die PGC1-Alpha, Peroxisom Polyvator Activated Receptor Gamma, Coactivator 1-Alpha, der macht Fettverbrennung, den kann man auch aktivieren über intermittierendes Fasten, über Sport, über Glykoplan, Natural Eating und so weiter. Dann kommen die Adenosinmonophosphat, Kinase, Energiehaushalt und die Sirtuine, die der David Sinclair entdeckt hat. Die wirken alle fürs Immunsystem. Wenn keine Bewegung da ist, wenn man immobilisiert ist, dann steigt Myostatin an, dann kommen Entzündungskaskade, Transforming Growth Factor Beta, Tumornekrose Faktor Alpha steigt an und die fahren das Immunsystem in den Keller. Dann gibt es noch sozusagen die Monozyten, die haben sozusagen so ein chemotaktisches Verhalten und ein chemotaktisches Protein, das ist Nummer 1, und das hilft, dass die Monozyten und Makrophage an die richtige Stelle kommen. Also wundersam, könnt ihr euch das vielleicht merken, die Myokine sind das GPS, dass das Immunsystem an der richtigen Stelle genügend stark auftreten kann. Schlüsselspieler von der Myokine im Gehirn. Die arbeiten eben fürs Gehirn und fürs Immunsystem. Und neben den Myokine gibt es noch kleine Bläschen, die Exerkine. Und die transportieren Proteine und Immunglobuline. Das heißt, die helfen im Immunsystem, dass eigentlich bedarfsgerecht diese Antikörper an der richtigen Stelle zusammengebaut werden. Und die organisieren so ein Online-Crosstalk zwischen allen Gewebe. Also fantastisch organisiert.
Das jetzt wunderschönliche Daten für euch zum Nachlesen. Wunderschöne Arbeit aus dem Lancet, die beschreibt es sehr detailliert. Skelett Muscle as potential central link between sarcopenia and immune sentence, also die Alterung vom Immunsystem. Fantastischer Artikel. Das war ein wichtiger Hintergrund. Das andere ist Physical Activity in Bone Health, so was eigentlich die Rolle vom Immunsystem, wieso die ganz, ganz eng in die körperliche Aktivität verwoben ist. Dann ein wunderschönes Paper aus Nature Reviews, wie einfach Training über antiinflammatorische Wirkungen, selbst bei rheumatischer Erkrankung aktiv wird. Das wäre jetzt der Link zu der Autoimmunerkrankung. Ja, jeder sollte trainieren, präventiv, egal in welchem Alter, auch Opas und Opas, um tatsächlich im Immunsystem was Gutes zu tun. Und am Schluss nochmal der Fibroblastic Growth Factor. So, die Myokine und das ZNS. Ich habe gestern mit dem Dieter Felsenberg telefoniert und ein großes Anliegen von ihm ist auch, ja, für die kognitive Entwicklung von Kindern ist Sport und Training total wichtig. Und zwar reift der Knochen aufgrund von Druck- und Zugverhältnissen, aber auch über Myokine, über Muskelhormone. Und die Muskelhormone wirken auch im Gehirn. Die sorgen für die Geburt von neuen Nervenzellen, der Brain-Derived Neurotrophic Factor. Die sorgen für Reparatur im Inneren der Zelle, IGF-1. Ihr seht auch den Glia-Derived Neurotrophic Factor. Aber dann kommen eigentlich schützende Myokine wie Irisin, PGC1-Alpha und so weiter dazu. Neurogenese, Neuroplastizität, neuronale Reparatur, aber auch die Kognition wird gestärkt. Und das gilt für Opas und Omas in der Alzheimer-Demenzprävention, genauso wie für Kinder. Also wirklich eine gute Botschaft. So, und jetzt gehen wir nochmal zurück. Den kennt ihr schon. Exercise and be a little hungry. Das heißt, Training hilft da. Intermittierendes Fasten hilft da. Und tatsächlich Natural Eating hilft da. Und das Ganze geht sogar so weit, dass über bestimmte Myokine die Schädigung an der DNA repariert wird. Und dass eigentlich selbst geschädigte Tierchen, Taube, oder blinde Tierchen oder Gelähmte, eigentlich wenn man die Reparaturgene aktiviert. Die hat den Herr Yamanaka entdeckt, der kam im Jahr 2012 im Nobelpreis. Dann kann man die Reparatur vorantreiben und die Myokine arbeiten auf breiter Front im Nervensystem, im Gehirn und im Immunsystem. Jetzt ein Link zu unserer Geschichte. Nachdem mein Papa wieder laufen gelernt hat und der Rainer und ich uns zusammengeschlossen haben mit Psychotraumatologie, kam ein guter Freund von meinem Papa zum Zug. Der kam aus dem Schwarzwald, aus Hornberg, der Werner Reuter. Und da durfte ich dann eigentlich von 1992 bis 2010 richtig viel mit Biochemie machen. Pilzchen mitbringen, Galaktose beforschen, Zellkulturen, Alzheimer-Modelle entwickeln und ein großer Teil war die Glykobiologie. Also Glykobiologie heißt, wie über die Zuckerverästelungen an der Oberfläche der Zelle das Immunsystem arbeitet, wie Reparatur stattfindet und wie der Energiehaushalt reguliert wird. Dann gab es in der Biochemie mehrere Nobelpreise, 2009 für die Elizabeth Blackburn, die Schutzkappe der Gene, er repariert eigentlich wie Handschuhe. Dann gab es über DNA-Reparatur, den Nobelpreis in Chemie haben drei Biochemiker gekriegt. Dann gab es den 2016 für die Mitochondrien, da schon einen Ausblick auf Recycling und das Immunsystem. Dann der innere Rhythmus und letztendlich auch die Immuntherapie. Aber gehen wir mal weiter. Wir gucken uns jetzt für das Immunsystem die Zuckerverästelung an. Das ist also der Zuckerguss über der Zelle, aber das ist eben nicht ein toter Zuckerguss wie beim Kuchen, sondern ein ganz lebendiger. Das sind solche Ästelchen und die Ästelchen bestehen aus Zuckerchen. Immer in der letzten Position sind die Sialinsäuren, das ist ein Zucker. In vorletzter Position immer die Galaktose, hier unten seht ihr die Mannose. Eine Besonderheit vom Coronavirus, das hat eigentlich einen Peak, so ein Core, und da hängt eine Sialinsäure dran. Also so dockt man an, so verteidigt man sich. Und die Zuckerverästelungen, die regulieren die Immunantikörper. Also dass wir uns das klar machen, die erkennen, die reagieren.
Und hier sieht man ein schönes Bild. Gucken wir uns das Virus an. Das Virus hat sozusagen ein Erkennungsmuster, der Körper hat ein Erkennungsmuster und dann können die andocken. Aber das Erkennungsmuster wird gestaltet durch die Zuckerverästelungen. Das sind eigentlich Monosaccharide im Kontext. Das funktioniert bei Bakterien so und bei Lymphozyten so. Wichtig ist, dass die Antenne vom Körper, ich gehe noch einmal zurück, dass die Antenne vom Körper eigentlich nicht verblendet sind, dass die gut arbeiten, dass die hellhörig sind, dann können die ein Virus früh erkennen und können es unschädlich machen. Gucken wir uns so eine Zelle nochmal an. Das wäre hier die äußere, die Doppelschichtmembran. Da haben wir so Toll-like Receptors, das sind Schlüssellöcher, lebendige, und die entdecken alles. Und je nachdem, was sie entdecken, schaltet die eine ganze Kaskade an Genen ein. Und dann wird alles dafür getan, dass eigentlich irgendein Virus, wo von da draußen kommt, eigentlich gekillt wird. Also super schnell, wunderbar, aber die Antenne hier, die müsse funktionieren. Und der oberste Zucker, die Sialinsäure, die sind also für Zellerkennung notwendig, die sind für Kommunikation notwendig, aber die sind auch notwendig für Erkennung vom Influenzavirus oder vom Coronavirus oder von anderen Viren, aber auch von Toxinen. Und so sieht es aus, ja. Dann hat man also hier sozusagen die Zelle und dann habe ich hier eigentlich äußere Strukturen, die dann andocken. Und so seht ihr, das muss dann passen im Andockverhalten. Und wenn das System gestärkt ist hier, dann erkennen die das sofort und können irgend so ein Vesikel von außen, egal ob ein Pathogen oder ein Virus, unschädlich machen. Das heißt, dann geht es los, dann kann die T-Zelle reifen, dann kann sie überschießen, aber das kann auch sein, dass sie unterwandert wird. Auf jeden Fall, so funktioniert das Andockverhalten von der Zelle über Zuckerverästelungen. Hier seht ihr nochmal so ein Bild über die Zuckerverästelungen. Daran hängt die Kommunikation. Und da seht ihr die Unterschiede von Zuckerverästelungen, sozusagen auch beim Homo sapiens. Beim Mensch eigentlich immer so die in vorletzter Position die Galactose im Kommunikationsverhalten. Und hier seht ihr nochmal die Mannose. Und jetzt kommt was Wichtiges. Wenn ein Gen abgelesen ist, dann kriegt es einen epigenetischen Feinschliff, also angepasst an die Umwelt. Das nennt man Glykosylierung. Die Glykosylierung ist die Gesetzmäßigkeit von den Zuckerverästelungen. Und der große Feind von der Glykosylierung ist die Glykierung. Das heißt, wenn die Zuckerverästelung anbrennt. Die Glykierung ist der angebrannte Zucker, der karamellisiert, den können wir messen mit dem HbA1c. Der Langzeitwert von der Diabetesart drückt aus, wie viel Zucker verbrannt ist. Also relativ einfach. Je mehr Zucker anbrennt, umso schlechter die Glykosylierung, umso schlechter das Immunsystem, umso schlechter der Energiehaushalt und umso kränker wird man und umso schlechter die DNA-Reparatur. Also ganz klare Botschaft aus der Glykobiologie. Angebrannter Zucker schadet. In der Evolution ist kein Zucker angebrannt. Deshalb ist unser Zielwert beim HbA1c 5. Bei schweren Diabetikern darf das nicht zu so schnell passieren, sondern langsam, langsam. Und dann kann die Glykosylierung, die alle Prozesse im Lebendigen bis hin zu der epigenetischen Reparatur und DNA-Reparatur regelt, wieder in Gang kommen. Und deshalb können wir dann sozusagen die Balance halten. Deshalb müssen wir aber dann aus dem Maß geratener Zucker, Fruchtzucker, kurzkettige Kohlenhydrate und künstliche Lebensmittel eliminieren, weg, die einfach toxisch sind. Das ist die Glykosylierung, die reguliert die Stabilität vom Genom, die reguliert Gefäßregulation, Gefäßwachstum, Reparatur, die reguliert, ob es Metastasierungen gibt oder nicht, die reguliert, ob ein Tumor entstehen kann oder nicht, die reguliert am Schluss sozusagen, ob kranke Zellen eliminiert werden, die reguliert das Immunsystem, Wachstum, einfach alles. Ja? Das heißt, Glykosylierung ist ein Lebensprinzip und der Feind ist die Glykierung. Glykierung heißt, wenn die Signalantenne anbraten, dann wird das Immunsystem blind. Die Glykierung wird hier nochmal, Glykosylierung wird hier nochmal dargestellt. Das wäre jetzt ein Protein aus dem Zellkern. Dann kommt es hier raus und dann wird eigentlich sozusagen die Zuckerverästelung angepasst. Das ist ein Schlüsselenzym.
Also die Phosphoglucomutase, und die steuert eigentlich, wie schnell man an die Glykogenspeicher kommt. Es gibt Kinder mit dem angeborenen Defekt. Und wenn man denen Galaktose gibt, kann selbst der Defekt repariert werden. Das Dumme ist, dass viele Kinder, die keinen Defekt haben, eigentlich hier mit dem Schlüsselenzym Schwierigkeiten kriegen, weil auch der Zucker, das hier anbrennt. Was haben sie deshalb? Muskelschwäche, Immundefizite, Energiehaushaltsstörungen, Aufmerksamkeitsstörungen und Schlafprobleme. Und auch hier, das sind Zuckerverästelungen. Seht ihr das nochmal? Hier in der Zellwand, dann gibt es ein Kontaktverhalten und da gibt es einfach Zuckerverästelungen von der Mistel, und das sind Galaktine. Und deshalb vor langer Zeit schon viele Arbeiter vom Beuth und Pulverer, ja, Galaktose hilft und kann Metastasierungswege ablocken. Das wäre jetzt der Bereich vom Immunsystem Richtung Krebs. Und das wurde schön gezeigt, dass zu viel Zucker, zu hohes Insulin eigentlich die Krebsentstehung ankurbeln, Entzündung verursachen. Dann kann man über Ernährung oder über Galaktose die Wege wieder in die Regulation bringen. Und jetzt nochmal ein ganz wichtiger Teil. Es gibt ja sozusagen unterschiedliche Substanzen, die in dem Kontext von dem Coronavirus wirken. Und da wirkt zum Beispiel jetzt das Chloroquin, das ist also das Resorgin-Malaria-Mittel. Aber das reguliert über eine pH-Veränderung. Diese pH-Veränderung, die hier mit der Glykosylierung zusammenhängt, die macht die Wirkung möglich. Aber Vitamin C macht es eben auch, das verändert auch den pH-Wert. Ohne antientzündliche Ernährung verändert auch der pH-Wert, sodass sich das Virus weniger vermehren kann. Die Replikation kann gehemmt werden, auch durch Zink, also Zucker weg. Und ganz klar die Glykosylierung wieder ins Spiel bringen, und dann können auch solche Strategien wirken. Das ist ein Wirkmechanismus vom Chloroquin. Und jetzt ein ganz wichtiger Teil: Die haben also die Undock-Domains gefunden, und die Undock-Domains, die sind natürlich auch wieder Glykoproteine. Das sind diese Domains, wie zum Beispiel die Domain vom Angiotensin-Converting-Enzym. Darum geht es. SARS Nummer 1 hat eigentlich an der DPP4 angesetzt. Die DPP4, die Dipeptidylpeptidase, ist ein Enzym für die Zuckerregulation, also Zucker weg. Und zusammenfassend können wir also sagen, gesundes Virom, also gesunde Viren im Darm, gesundes Mikrobiom, also Natural Eating, Glykoplan, Ballaststoffe, Nüsschen, Heidelbeere, Himbeere, Johannisbeere, Brombeere, Kreuzblütler, Kohl und Sellerie und Konsorten. Ja, das hilft. Und die Myokine helfen auch. Wenn ich also einen gesunden Darm habe und meine Muskelhormone, stärkt das Immunsystem. Es wirkt antientzündlich, es bewirkt Muskelwachstum, es hemmt den Abbau, es hemmt Krebszellen, es fördert Durchblutung, fördert den Knochenaufbau, reguliert den Fettstoffwechsel, senkt Fettwerte, reguliert die Leber, ja, richtig, selbst die nicht alkoholische Fettleber kann reguliert werden. Es entlastet die Bauchspeicheldrüse, es reguliert das Essverhalten, sodass man aus der Sucht rauskommt, stärkt den Zuckerstoffwechsel in der Ökonomisierung, stärkt die Mitochondrien, wirkt als körpereigenes Schmerzmittel, körpereigene Zellreparatur bis hin zur Schutzkappe der Gene. Also Wahnsinn. Hier nochmal schöne Übersichtsarbeit: Glycosylation in Health and Disease. Ja, also ganz klar, die Funktion von Antikörpern wird über die Glykosylierung reguliert. Also klare Botschaft: weg mit dem Zucker. Und das erwarte ich mir als Botschaft für alle. Deshalb brauche die speziell die Risikogruppe eine gesunde Ernährung. Hier nochmal ein Bildchen für so einen Antikörper, und diese Glykosylierung, die Zuckerverästelungen, die entscheiden, ob es andockt oder nicht, ob es erkannt wird oder nicht. Und das war das Erkennungsprofil beim SARS. Ne? Auch hier die Erkennungsdomain direkt gekoppelt, und auch hier ganz klar dann der Weg, wie der Rezeptor dann sozusagen so ein Komplement aktivieren kann, und das Komplement killt die Viren, und das Komplement aktiviert eine weitere von antikörperabhängiger Fresszelle. Fantastisches System, wenn es denn arbeiten darf.
Nochmal ein Bild über die Glykosylierung, die entscheidet über die Funktion von der Antikörper. Also Glykosylierung brauchen wir, Glykierung ist Gift. Nochmal ein komplexeres Bildchen dazu. Und das wäre dann eigentlich sozusagen dieses Glykoprotein-Schild um so ein Coronavirus herum. Und das wird normalerweise entdeckt, wenn die Antenne funktioniert. Und dann genau so funktioniert dann die Viruserkennung und dann die antivirale Immunität. Fantastische Bilder, ein bisschen kompliziert, aber merkt euch hier nochmal, die Zuckerverästelung, die soll intakt sein und die soll nicht anbrennen. Hier seht ihr dann einfach auch nochmal, wie dann was erkannt wird, wie ein Virus erkannt wird und wie es dann eigentlich eingeschlossen wird. Zusammenfassend, ganz klar, zu viel Insulin, zu viel Zucker führt zur Immunschwäche, führt zu Tumorwachstum, führt zu entzündlichen Autoimmunerkrankungen, macht zu viel oxidativen Stress und macht krank. Also das von außen verrückte Umfeld spiegelt sich dann innen wieder. Nochmal ein schönes Bild über die Glykolipide. Und Cut. So, und hier jetzt nochmal eine schöne alte Arbeit, schon von 1996, hat sich gezeigt, der angebrannte Zucker, der HbA1c, ist ein unabhängiger Risikofaktor für Mortalität, also schlechtes Leben und Tod, unabhängiger Risikofaktor. Und zum Schluss nochmal das Bildchen, auch in der Tumorentstehung, was macht die Glykierung? Glykierung ist, wenn der Zucker mit dem Eiweiß reagiert, dann brennt es an, Advanced Glycated End Products, dann haben die einen eigenen Rezeptor, dann wird eine Entzündungskaskade aktiv und am Schluss kann sogar ein Krebs entstehen. Deshalb finalmente zum Abschluss des Tages, was kann man tun, dass der Zucker im Schach hält? Ja, man kann ihn verbrennen, indem man Sport macht, ja, absolut, Training, man kann intermittierend fasten, man kann ein bisschen weniger essen und man geht auf Glykoplan, Natural Eating. Wenn alle auf Natural Eating sind, dann können wir im Covid-21, es kommt bestimmt, einfach ins Auge sehen, weil dann das Immunsystem stabil genug ist. In diesem Sinne möchte ich euch sozusagen Mut machen und geht nach draußen und verteilt die Nachricht. Wir können viel tun und es ist nicht nur ein bisschen, was wir tun können, sondern das wirkt stark. Das wirkt bis dahin, wie unsere Gene an- und ausgeschaltet werden, bis dahin, wie unser Immunsystem arbeitet. Und deshalb sollte man jetzt die Botschaft bringen, was wir tun können und nicht, was wir nicht tun können. Entstressen so viel wie möglich und uns nähren so gut wie möglich. Ich wünsche euch alles Gute und noch einen ganz schönen Tag. Tschüss.